noch, ne? Heute. Ich sag's dir, ich auch, Maus. Dann ist ja gut. Das ist ja das Geile an der Stelle, ne? Hey, können wir mal umswitchen, dann rennen wir mal da oben hin. Kann man hier sich auch so hier draufsetzen, ne? Ja. Ich schätze mal schon, das ist ja stabil. 1. Mai, meine lieben Freunde, gestern der 30. April, alle waren hart feiern. Ich sag euch so, wie es ist, ich habe auch Bock gehabt, aber noch viel mehr Bock habe ich mit JJ jetzt gemeinsam unsere erste Raubfischtour abzufüllen. Wir haben uns hier ein schönes Gewässer rausgesucht. Tevisch. Einigermaßen tief auf jeden Fall. Die Randzonen sind schön mit Pflanzen bewachsen und wir haben auch einen kleinen Zulauf, der kommt aus der Jümme. Und ja, hier können wir eigentlich alles antreffen, von Weißfisch über Aal, über Raubfische, Hecht, Zander, Barsch, Wels. Gibt es hier alles. Und wir machen uns jetzt hier gerade unser Nest gemütlich. Wir bauen jetzt unser Camp auf. Da müssen wir alle unsere Routen fertig machen. Das ist aber super. Dann kann ich euch noch ein bisschen unsere Montagen erklären. Und dann wird heute mit Köderfisch auf Raubfische geangelt. Nicht nur mit Köderfisch, sondern auch Spinnfischen. Aber jetzt erstmal genug gelabert. Ich baue jetzt auf jeden Fall meine Sachen auf. Haben wir das Halbzelt mit? Ja. Brauchen wir das? Nö. Das ist ja warm. Das ist ja kein Wind, ne? Also können wir erstmal so. Ja, hinter uns ist auf jeden Fall der Jümme-Strom. Wenn hier nichts mit Raubfisch gehen sollte, wir haben den ganzen Tag Zeit. Wir können auch am Abend noch schön in der Jümme auf Aal angeln. Das ist genau hinter uns, also keine 5 Meter. Wir könnten theoretisch sogar Grundangeln aufstellen und nebenbei Aalangeln. Was wir jetzt alles machen, das werdet ihr sehen. Kleines Catch and Cook wird es bestimmt auch noch geben. Grillen werden wir noch. Es wird eine sehr geile Session. Und ihr, ich hoffe, ihr habt euren Kater gut überstanden. Oder besser gesagt, den 30. April zum 1. Mai. Und habt Spaß in diesem Video. Los geht's. Ich denke gerade, Freunde, wenn ich hier sowieso schon am Rumbasteln bin, dann kann ich euch das gleich zeigen, was ich mache. Also ich mache jetzt erstmal meine beiden schweren Ruten fertig, 3 Lips Karpfenruten. Darauf kommen meine schönen Predator Hechtposen in 20 Gramm. Vollkommen ausreichend für dieses Gewässer. Und ja, ich zeige euch die mal. Das sind die Predator Posen. Schön schlank, kann schön leicht runtergezogen werden vom Fisch. Merkt der Fisch nichts von. So, ziehe ich mir erstmal, brauchen wir einen Stopper. Einen schönen Posenstopper, meine lieben Freunde. Da ist der Posenstopper. Ja, also meine Taktik wird auf jeden Fall sein, 2 schöne Posenruten mit Köderfisch, eine Posenrute wahrscheinlich mit Wurm, weil es ja noch viel, viel mehr andere Fischarten gibt. Das gerade eben waren keine Graser, das waren Aallande. Hier ist anscheinend alles voll mit Aalland und wer weiß, was so ins Netz geht heute. Also auf jeden Fall eine Wurmrute. JJ hat auch einen auf Wurm, da ist schon wieder so ein Aalland. Rechts von dir, mega. Ja, Stopper ist drauf, Freunde. Jetzt kommt die Predator-Pose. Einmal durchfädeln, ist eine Durchlaufpose. Die Angabe ist 20 Gramm. Ich nehme auch immer 20 Gramm, weil die ein bisschen mehr trägt, so ungefähr 22, 23 Gramm. Und meistens lege ich meine Köderfische auch ab. Kann sein, dass wir hier nochmal wechseln werden, vielleicht nochmal mit der Segelpose ein bisschen arbeiten, denn gerade jetzt um die Zeit stehen die Hechte sehr weit oben. Und nehmen wir hier eine schöne 20 Gramm Kugel. Ziehen wir uns noch einen schönen Wirbel mit großer Tragkraft oder zumindest 6 bis 8 Kilo so. Der ist vollkommen ausreichend. Ganz normaler Karabiner, den ziehe ich mir jetzt auf. Ein Clinch-Knoten. Albright-Knoten meine ich, sorry. Da habt ihr was in der Angelschule gelernt, euren Knoten. Ich habe meinen nochmal verfeinert, perfektioniert. Kann ich euch irgendwann auch noch mal zeigen, vielleicht nachher noch gucken. Aber erstmal schnell die Ruten rein, ne? Ich muss ja auch mal was fangen hier. So, was fehlt mir jetzt noch? Jetzt brauche ich mein Stahlvorfach. Stahl. Ah. Stahlvorfächer, ihr seht schon, kleine Drillinge bis mittelgroße Drillinge, die brauchen nicht allzu groß sein. Ich nehme auch nur einen einzelnen Drilling, das reicht vollkommen. Und Vorfächer sind, boah, ein dicker Schwan, Alter. Was ein Geräusch, Alter. Ja, Länge so 60 bis 80 cm, könnt ihr auch kürzer schalten, das ist nicht so wichtig. Und ja, kürzer mag ich aber nicht ganz so gerne, die längeren mag ich lieber, weil ein ganz großer Hecht, der kann noch mal drüber beißen und dann ist beides weg. Das wollen wir nicht, deshalb so 60 bis 80 cm ist ausreichend. Das kommt jetzt gleich dran, jetzt brauche ich einen Köderfisch, jetzt muss ich wieder aufstehen, schlecht vorbereitet.
Die haben uns gestern auch noch mal frisch besorgt, ein Privatsee von uns. Da gibt es immer Milliarden Köderfische. Könnte man fast ein Geschäft mit ausmachen, aber machen wir natürlich nicht. So, hier, schön frische Rotaugen und Rotfedern. Sehen wir eine Ködernadel. Boah, von den ganzen Geräten und sowas, jetzt kriege ich jetzt schon Hunger, ne? Sag ich dir, wie es ist. Dicke, runde Grillen. So. Ja, so ein Dings. Schön Köderfisch, der ist schön groß und wurde schon mal angehackt. Wir sind auch schon gut warm, Alter. Aber frische Fische sind immer gut, Freunde. So. Jetzt nehme ich mir die Schlaufe des Drillings. Jetzt ziehe ich mir den immer genau hier auf das Schwanzende drauf, kann man sagen, auf die Mitte des Fisches, um das Gewicht ein bisschen zu verlagern, damit wir keine Ziehharmonika kriegen, wenn wir den auswerfen. Das kennt ihr ja schon bei mir. Ziehe ich mir den noch einmal durch. Zack. Ködernadel dahin. Jetzt könnt ihr schon sehen, ziehe ich mir den Haken hier hoch, ein bisschen da durch. Hier in die Seite flankieren. Gucken zwei schön raus. Und einer ist versteckt. Das war's. Traumhaft schön, oder Mausi? Mhm. Also ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, 2,5 Monate oder was? Was? Hauptfischangeln? Februar, März, April, 3 Monate. 3 Monate hatten wir jetzt Raubfischpause. Ich sage jetzt ganz ehrlich, wie sich das für mich angefühlt hat, wie 2 Tage irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber trotzdem, ich kann es kaum erwarten, dass wir jetzt den ersten Raubfisch fangen. Ob das nur was wird, ist eine andere Sache. Ich bin auf jeden Fall gut vorbereitet jetzt. Ich habe erstmal 2 Ruten drin. Du? Ich auch. Auf Grund und auf Pose? Ja. Eine Wurm, eine Köderfisch? Ja. Ich habe beide auf Köderfisch. Eine lasse ich im Mittelwasser treiben, so einen Meter über den Grund. Und eine habe ich genau auf den Grund gelegt. Und dann mal gucken, ne, ob wir einen erwischen können. Jetzt will ich auf jeden Fall gleich, ja, erstmal Kaffee und Tee, ne, eben kurz Pause. Und da möchte ich gleich auf jeden Fall unsere Stelle hier erstmal abwerfen mit dem Spinner, schön an der Oberfläche. Und gucken, ob nicht der eine oder andere Esox schon einsteigt. Aber ich denke, weil es so heiß ist heute, es ist bestimmt 18, 19 Grad jetzt, kaum Wind. Ich denke, dass die erst später beißen werden. Haben wir einen ganzen Tag Zeit, ne? Ja. Maus, auf unseren ersten Raubfischtag am 1. Mai. Ja. Prost. Auf gutes Gelingen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle wieder wach. Euch geht's gut, euch fehlt nichts. Und allzeit Petri Heil. Bis später. Ach ja, da ist unser Angelplatz. Dort im Tewisch angeln wir auf die Raubfische, später vielleicht auch noch auf Aal. Und genau hier gegenüber habe ich mir jetzt eine Rute auf dem Deich abgespannt. Und zwar darunter mit noch einem Rutenständer zusammen, damit ich das Band da über das Gras wegführen kann. Und ja, hier oben auf dem Deich steht sie. Wenn Biss ist, dann höre ich das da vorne auf dem Stuhl. Geil. Ja. Kleiner, aber ich habe einen. Woo.
Ein kleiner Hechti. Versuchen wir mal gut zu helfen hier. Yeah. Mini, aber mein erster Fisch. Boah, geil, Freunde. Da ist er, Freunde. Ist das nicht ein geiler erster Raubfisch? Mini-Pike. So von der Oberfläche weggeschnappt. Der darf auf jeden Fall wieder schwimmen, der Gute. Ich hab's geschafft, Freunde. Ich hab's geschafft, mein erster Fisch, Junge. Ja, Mann. Ein Mini-Pike auf dem Ondex Nummer 6. Selbst diese kleinen Fische greifen sich so einen großen Köder. Und ich hatte gerade auch schon mal einen Biss. Den habt ihr leider nicht mit drauf. Aber mega. Also ich bin froh. Jetzt kommt gerade ein bisschen Wind auf. Und schon haben wir den ersten Fisch am Band. Yes. Ja. Das ist der nächste. Wieder so ein Riese. Noch ein. Komm her, kleiner Mann, ich helfe dir. Ja, was ist hier los? Frittenalarm. Oh, der hat sich mies gehakt. Oh, der hat sich ganz mies gehakt. Ich krieg ihn. Ah. Und das los, Kleiner. Ich habe ihn. Ich habe den Kleinen. Und er hat auch schon was gegessen. Der hat auch schon was gegessen. 6 Minuten später, meine lieben Freunde. Mini-Hecht schon wieder. Aber größer als der erste. Oh, yes. Zweiter Fisch der Session. Ich sag ja, wenn ein bisschen Wind aufkommt, da kann man ruhig mal die Spinnrute rausholen. Zweimal jetzt auf den Ondex Nummer 6 in Silber reingeknallt. Ich hoffe, dass auch noch mal ein größerer kommt. Mega. 16 Uhr. So langsam verschwindet die Sonne ein bisschen. Es wird bewölkt. Es wird windig. Und wie ich schon fast vermutet habe, kommen auch schon die Hechte ans Ufer und versuchen sich Beute abzugreifen. Jetzt habe ich schon mal 2 Esocs erwischen können. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir ja auch 3 Stück gefangen. Etwas schönere. Aber ja, ich bin auf jeden Fall glücklich. Meine ersten beiden Fische der Raubfischsaison. Raubfischsaison ist eröffnet. Zumindest in dem Verein, in dem wir gerade angeln. Und euch in den nächsten 15 Tagen BVO wünsche ich auch viel Erfolg, Freunde. Da waren die ersten beiden Esocs. Oh, was war das denn? Ach, ja, sorry. Freund, schon wieder ein Biss. JJ ist gerade losgelaufen zum Spinnfischen. Und ich denke, geil, wie der abzieht auf die Predator-Pose, ne? Guckt euch mal an. Ja, okay, guckt euch erstmal, was euch kommt. Guckt euch den Kleinen an, Alter, den Rabauken. Aber Fisch auf Fisch, ne? Ich sag euch so. Wo ist er denn zwischen den Seetang? Sehen gar nicht. Ey, da brauchen wir auch keinen Cash, den hol ich so raus. Oh, was ist das? Mini-Hecht. Der hat sich nicht diesen Köderfisch reingeknallt. Ein Alter, so ein riesen Köderfisch. Ich weiß nicht, wie er das so schnell gemacht hat, ne? Nee, ich hab das auf der anderen Seite gesehen, wie schnell der abgezogen ist. Oh, richtig geiler Biss. Hast du gesehen, was? Ja. Der denke ich so, hä, welche Pose? Der sich zumacht, Alter. Hast du dabei? Super. Ja, ja. Weiß ja, ohne den kann ich nicht los. Kriegst du den? Kannst du mal reinfüllen, wenn du willst? Boah, der hat die mies erwischt, das ist schlecht. Ich hoffe, du schaffst es. Da muss man ihn halt den Wirbel aufmachen. Wenn er den jetzt tief hinten in den Kiemen drin hat, ist ja ein kleiner Hecht, da müssen wir aufpassen. Schön Dr. Bibber arbeiten machen und dann von hinten rausziehen, den Drilling.
Oh, perfekt, Schnurri. So macht man das dann, wenn er zu weit in den Kiemen drin hängt, weil sonst verletzt er den Fisch wie Sau. Kannst du mal aufmachen, dein Maul hier? Der macht nicht mehr auf, ne? Ja, kann ich verstehen. Oh, besser so, als dass er den gleich. Das dauert zu lang. Oh, perfekt, Schnurri. Oh. Oh ja, der war noch wild. Okay, der Petri, okay. War verrückt, oder? War ein Biss, Alter. Der hat den weggezogen wie ein großer. Ich war mir auch sicher, das ist ein großer Hecht. Ich hab die Pose, ich hab gegenüber, ich war genau über. Der muss den genau, wo ich die Pose ausgeworfen habe, muss den genau beim Aufplatschen, muss er sich den Köder genommen haben. Das war ja keine paar Sekunden, Alter. Das ging so schnell. Ich bin ja gerade weggelaufen, ey. Mega. Gut, dann haben wir jetzt schon mal drei Fische, Freunde. Ich würde sagen, mach jetzt gleich erstmal eine Pause. JJ geht nochmal los. Und ich gucke, dass ich den Grill in Gang kriege. Ich habe mega Hunger und wir haben geile Sachen mit. Mitten ist JJ noch ein bisschen am Werfen. Ich baue jetzt gleich einen Grill ab. Und dann gönnen wir uns gleich erstmal ein bisschen was hinter die Kiemen. Den ganzen Tag haben wir leider nicht Zeit. Wir müssen später noch ein bisschen was erledigen gegen Abend. Das heißt, wir haben jetzt noch so, keine Ahnung, 3-4 Stunden ungefähr. Ich habe jetzt schon mal den Grill in Gang gehauen. Ich habe Feuer gemacht. Und dann, meine lieben Freunde, wird gleich ein bisschen gebrutzelt. Und nebenbei versuche ich vielleicht noch mal ein bisschen Spinn zu fischen. Meine Aalroute soll ich auch mal kontrollieren. Ich habe gehört, die hat schon ein paar Mal gebimmelt. Boah, Schwäne, genau auf dem Platz. Aber auch die lässt uns heute im Stich. Ein Glück, die Hechte nicht oder die Kinderstube. Da hat sich ein Krebs auf jeden Fall gegönnt. Oder irgendein Fisch, den ich mitgekriegt habe. Wunderschön hier. Flauheusch, Maus, kannst du mich mal rausholen? Aus unserem Geheimversteck. Sexy. Bestellung, ne? Sexy, Maus, geil. Und Action, Alter. Ja, Mann. So. Ja. Eisen haben wir nicht, wa? Nein. Ich mein Eisen zum Kohle verteilen. Aber fast. Ja, mega, Freunde. Jetzt kann man ein bisschen Luft dran. Da haben wir ein schönes Glutbett. Ich hab mega Bock, ne? Ich sag euch das so, wie das ist. Hahaha. Ne, ja, stimmt, Alter. Die lilane, geil, Alter, auf jeden. Ja, die blaue wird jetzt auch. Ja, die ist dope, ne? Ist nichts mehr dran. Oh, hier, guck eben, Leute. Schöne panierte Minutensteaks. Klatsch. Soll ich so durchgrillen, ja, ne? Ist das nicht ein geiler erster Raubfischtag, meine lieben Freunde? Und wir haben sogar ein paar Räuber gesehen. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass wir überhaupt noch irgendwas sehen, ne? Aber doch, es hat gemundet. Ondex Nummer 6, diesmal Silber. Und Köfi, stimmt. Und einen auf dem Köfi. Habe ich aber auch Schmacht, ne? Boah, Alter. Oh, was ist das denn? Ne. Das ist ein Tier. Erstmal jeder eine. Ja. Leute, ich würde sagen, mega geiler Tag. Wir sehen uns gleich beim Essen erstmal. Fast ein Panorama, Freunde. Junge, Junge, Junge. Fische haben auch gebissen, wa? Und jetzt beißen wir gleich und dann ist Gaut. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Schön, da unser Teller, unser Minitisch. Mega, Freunde, mega. Boah. Das beim Grillen, Freunde, das ist ja ultra, oder nicht, Maus? Ich würde sagen, guten Hunger.
War ein mega geiler Tag, Alter. Und vielleicht sehen wir ja gleich noch. Vielleicht bekommen wir ja noch irgendwie einen Fisch zu Gesicht. Wäre auf jeden Fall mega. So 2 Stunden haben wir auf jeden Fall noch. Jetzt wird erstmal gemütlich gegessen. Seid ihr diesmal nicht dabei. Ich will mal Ruhe haben. Das ist einfach nur traumhaft. Oh, mein Würstchen. Aber ich finde, wir sollten auch bald mal wieder Forelle angeln, oder nicht, Freunde? Bevor der Sommer bald da ist. Aber ich bin echt mega zufrieden, Alter. War alles eine Kinderstube. Aber selbst so ein kleiner Raubfisch, der macht mich schon glücklich. Alle sind wieder frei, alle schwimmen wieder, allen geht's gut, keine Verletzung. Mega. Hätte natürlich jetzt noch schön einen Catch-and-Cook-Fisch gehabt. Habe auch gedacht, dass wir einen Aal ziehen oder vielleicht einen etwas größeren, recht? Aber ihr wisst, wie Angeln ist, es klappt nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Dafür haben wir 3 kleine Hechte gefangen, damit bin ich auch zufrieden. Du auch, ne? Mhm. Dick gegessen, neues Geschirr ausprobiert oder besser gesagt unsere neuen Stühle ausprobiert, die auch ultra bequem sind. Da gibt es gleich wieder Komfort plus von 7000 und wir bleiben gleich 3-4 Stunden länger sitzen. Das Ganze hat auch ein Manko, man mag nicht wieder aufstehen, weil es so gemütlich ist. Aber Hammer, bin glücklich. Glücklich, Freunde! Boah! Der Verzicht hat sich gelobt, meine lieben Freunde. Gestern keine Party. Die Party ist zu Ende. Hausi! Hecht! Oder will mal einer werden? Also Kinderstube ist da auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne wissen. Mit einem Daumen nach oben. Freu dich auf die nächste Raubfischfolge. Dann gibt es wieder ein wunderschönes Catch and Cook. Und vielleicht kriegen wir dann Mama und Papa von diesem wunderschönen Esox hier. Bis bald. Ja. Oh, shit. Ich weiß nicht, was heute los ist, Freunde, aber seitdem die Wolken wieder da sind, ein bisschen Wind aufgekommen ist, ist wie verhext, Alter. Ein Biss nach dem anderen. Ich könnte jetzt noch Stunden weitermachen, aber du musst wirklich feiern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein, tschüss. Geil. Genommen, richtig schicker, wa? Maus! Komm, ein richtig fetter Barsch. Weg ist er! Gefunden. Fängt das an zu beißen. Ja, wunderbar. Mausig. Ja! Mhm. Und ja, sind 2, 3 dicke Lachse hinterher gekommen. Ja! Nein! Ich hatte den dicken Zander, Maus! Alter. Kleiner Zander, Junge.